Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Protoss Edition gegen den gleichen Gegner von gerade nochmal. Da sollten wir jetzt aber eigentlich. Ja, wenn er das gleiche nochmal macht, bin ich zufrieden. Ich ganz ehrlich. Dann drücken wir nämlich einfach stattdessen auf 5 Geld durch. Aber ich glaube nicht, dass er das gleiche nochmal macht. So, jetzt sollten wir einen schon mal nach vorne schicken. Er macht wohl das gleiche nochmal. Das ist schon frech. Ja, macht diesmal ein Banning was? Ne, Rutsch. All in. Auf jeden Fall macht er wieder was Komisches. Was machen wir denn da? Ja, ich würde schon sofort schmeißen wollen. Weil er hat ein Banning. Also entweder spielt er ein Banning was oder ein Rutsch All in. Da müsste ich eigentlich unterschiedlich drauf reagieren, wenn wir ehrlich sind. So, und du bist jetzt einfach mal hier hin. Ja, ich glaube, das wird ein Roach All-In. Ehrlich bin. Er baut hier jetzt ja gerade gar nichts und fährt sogar mit seiner Drohne zurück. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Das hätte ich jetzt schon ganz gerne gehabt. Und eigentlich bräuchten wir. Ah, die Shield-Batteries haben jetzt weniger Energy, ne? Weil ich hier keinen Nexus gebaut habe. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, was er mir hier vorwirft. Ja, dann nicht weit genug, ne? Können die mal bitte hier bleiben? Aber der Nexus, wenn der Nexus fertig geworden wäre, wäre es, glaube ich, besser geworden. Also, so kann ich irgendwie gerade wenig machen. Das ist aber heute hier auch ein Gecheese. Meine Güte. Liegt das an den Ferien oder was ist hier los? Ich glaube ja. Halt nicht mal mehr Supply frei. Das dauert halt ewig, bis mein Nexus fertig wird. Komm, Nexus, bitte jetzt hier mal. Ah, ist eigentlich Quatsch, dass ich hier noch weiterspiele. Er muss auch eigentlich hier nur durchlaufen, sagen wir ehrlich.
weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt spielen soll. Man hat Roaches. Ein Robo hier zu bauen ist halt auch irgendwie ein bisschen erbärmlich. Seien wir ehrlich. Jetzt haben wir 3 Geld Robo. Nach 6 Minuten. Und eigentlich bräuchte ich eine defensive Sentry. Wahrscheinlich wird er jetzt gleich wieder vom Highground mit Lurkern schießen. Ich bin auch noch Supply Block. Scout, ach, das war ja gar nicht der Immortal. Naja, da hätten wir viel früher rausgehen sollen. Das war natürlich völliger Schwachsinn. Ich habe ein bisschen spät reagiert. Aber gut, ist halt so. Ich bin da ganz entspannt heute. Ist halt nur ein bisschen schade für die Folgen, dass wir hier ja, so wenig Spannendes sehen. Tut mir ein bisschen leid für euch, aber hey, immerhin gibt es immer wieder 1 gegen 1. Ist ja auch schon mal was. Na komm, ich möchte jetzt gerne nochmal spielen. Was ist das denn hier? Blizzard, please. Ein Terraner mit In-Control-Wild, auch ungewöhnlich. So. Ja, wir scouten mal nicht so früh. Ah, ich hätte auch wallen können hier, ne? Naja. Braucht man ja gar nicht. Gucken, ob wir noch irgendwas scouten können. Wahrscheinlich nicht. Sehen, dass wir noch nicht ge-eBay-blockt werden. Würde aber trotzdem Cybercore festspielen wollen. Oder dann eröffnen wir einfach mit Blink ganz standardmäßig. Ich weiß nicht, ob man das noch standardmäßig macht, aber ich mache das jetzt einfach mal. So. Vector First. Interesting. Und Double Rex. Ne, Factory Rush. Was ist denn hier heute los, Double Gas Opener? Warum bist du nicht auf 1, meine Sonde? Macht denn dann das eigentlich Sinn, was ich ursprünglich vorhatte? Ja, doch, wir bräuchten eigentlich eine frühe Robo.
macht denn 111? Really? Was ist denn hier heute los? Geht der hier 111? Wäre schon ganz gut, den mal schnell abwählen zu können hier. Ich bin auf jeden Fall ein Immortal first und dann ein Observer, weil er könnte auch einfach auf Banshees rushen, aber die dürften eigentlich nicht so schnell da sein. Wir müssen jetzt leider einmal gucken gehen, das geht nicht anders. Da ist er. Hat aber nur Marines erstmal. Oh, das war schlecht. Komm. Komm! Das gibt's nicht. Dass er hier nochmal wegkommt, ist aber ja wohl die absolute Frechheit. Also irgendwie ist das heute hier wie verhext. Alles nur Käse. Das ist doch komisch. Ich würde trotzdem sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist vollklicken und uns das von mir. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.